Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Eine weitere Folge in der Krankheitswoche mit dem Release. Aber ich habe mir jemand dazu geholt, damit ich auch einige spielen habe. Und zwar den Herr Cocaine. Guten Tag. Hallo. Sehr schön. Ein zartes Stimmchen. Guten Tag. Ja, es ist eigentlich nur ein Test, weil das Problem ist, mein Spielstand, den ich für die ersten zwei Folgen genutzt habe. Jetzt geht die Sonne hier unter. Machen wir das Feuer an, komm, dann wird es uns gemütlich. Zack. So, Holz hole ich gleich noch neues. Der Spielstand, den ich verwendet habe, in den letzten zwei Tagen zu spielen, der ist irgendwie nach dem Update verschwunden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit dem Update zusammenhängt, weil ich hatte den im Extra-Ordner gesichert und anscheinend wurde alles, was in dem Ordner nicht dazugehört, nach dem Update vom Spiel gelöscht. Das ist ein Server, den habe ich jetzt auf dem einer Nitrado-Server aufgesetzt. Läuft sehr gut. Also im Vergleich zu 7 Days to Die, muss man sagen, läuft das wirklich okay. Läuft sehr gut, ja. Ja, läuft flüssig. Wir haben so ein bisschen ausprobiert. Und das ist eigentlich nur ein Test. Wir wollen heute Abend dann... Ne, das verrate ich nicht. Naja, am Donnerstag werdet ihr sehen, welche Folge von Conan dann kommt. Auf jeden Fall, ja, hier liegt noch der Spielekaiser rum. Und wir haben einfach so ein bisschen ausprobiert, wie der Server läuft. Und er läuft wirklich gut. Und würde sagen, wir schnetzeln einfach mal zur Feier des Tages da vorne... Leute. Also wie gesagt, das ist eine Füllfolge. In diesem Spielstand wird es so nicht weitergehen. Gluck, gluck. Warte mal, was ist falsch? Essen. Zurück. Du hast doch die Steaks rausgenommen, oder? Ich habe alles rausgenommen, ja. Warte, ich schmeiße die hier auf den Boden. Vor Aufregung komme ich immer ein bisschen nah. Ich verhungere nämlich gerade latent. Wo ist es? Ich bin nur im Lagerfeuer. Wo bist du? Hier. Wo bist du? Ich bin nur im Lagerfeuer. Hier unten. Ah, da. Okay. Da liegt's. Hm. Alles nehmen, schnell Tab, schnell Use. So, ich habe jetzt alles reingezogen, egoistisch wie ich bin. So, jetzt können wir töten. Nehmen wir die Dame da drüben, ne? Wir sind nicht viel weiter, also wir haben einen Punkt oder sowas vom Level, als wir, genau die Dame da drüben, als ich in diesem Singleplayer-Gedöns war. Warte, okay, ich komme. Schönen Zopf hat sie, den kannst du behalten, den kannst du als Extensions reinknoten. Ich nehme den Arm. Okay, nimm den Arm. So, warte mal, ich nehme sie auseinander. Jo. Hast du schon gelootet? Warte mal, Moment. Nee. Ich nehme einfach mal alles. Yep. Und zwar Menschenfleisch, so, das droppe ich direkt mal, denn... Das ist ja interessant, gehen wir ins Menü. In der Nacht ist auch der Körper, diese Voransicht von dem Körper dunkel. Tatsächlich. Das droppe ich jetzt ja, mal, Wahnsinn. Menschenfleisch futter ich nicht. Ja komm, wir machen, das ist ja eh nur eine Füllfolge, es geht ja dann weiter in Conan Exiles. Aber das erst, warte mal, können wir uns eine Fackel machen? Das erst dann Donnerstag, also heute müsste für euch Mittwoch sein. Was brauchen wir denn da? Pflanzenfasern und Stöcke. Praktisch, dass es jetzt gerade zur Aufnahme richtig dunkel wird, ne? Ja, das ist überhaupt gar kein super. Problem. Ich würde sagen, du bist da drüben auf der anderen Flussseite wieder, gell? Mhm. Dann mache ich mir auch mal eine Fackel. Fackel ist kaputt. Ja, die kann man auch mit Pflanzenfasern reparieren, wenn man dann Pflanzenfasern hat. Das ist super, jetzt im Dunkeln Pflanzenfasern. Oh, du hast eine Fackel, geil. Warte mal, dann sammle ich mal schnell. Ich finde, es kommt aus diesen, wenn man sich so einen ganzen Busch anguckt, dass man da so nur so zwei, drei Pflanzenfasern rausbekommt. Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Was, 10 Stück? 10 Pflanzenfasern? Das ist aber auch schon übertrieben viel, gell? Ja. Ist ja irgendwo noch ein Busch. Ich hätte auch noch Pflanzenfasern im Inventar, also wenn du brauchst. Ja, dann kannst du mal splitten. Obwohl, hier ist noch. Lass mal. Reparier mal lieber deine mit. So, ich mach mal jetzt noch Fackel. Eine Gelblotusblüte. Aha, die Gelblotusblüte. Ich habe vorhin übrigens noch hier Fettraupen gefunden. Fettraupen? Mhm. Fette Raupen oder? Fette Raupen. Was die bringen, weiß ich nicht. Aber ich habe sie mal eingesammelt. Was übrigens. Oh, ich brauche Steine. Aber mal kurz, ich muss mal kurz Steine holen, um meine Sachen zu reparieren. Ich finde es schon mal cool. Ich glaube, bei Ark war das Problem, der konnte nicht... Hab ich dich gerade erwischt oder bist du an mir vorbeigelaufen? Nee, ich bin gesprungen. Okay. Du kannst, glaube ich, keine Fackel halten und ein Schwert gleichzeitig oder so war das. Das kann ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. So, ich repariere mal gerade. So. Wollen wir bei dem Lagerfeuer hinten mal gucken? Da hat nämlich irgendjemand illegal Feuer gemacht in der Wildnis. Und ich meine, wir als Wildhüter... Da hinten? Da hinten, wo das Feuer ist, ja.
Ja, bei unserem Glück. Es sind gleich drei und die machen uns platt. Schnetzelt. Wir sollen auf Viecher aufpassen, nicht, dass wir irgendwie anlocken. Das sieht aus, wie wenn da so eine Höhle ist, ne? Ja, ich bin so ein bisschen... Aha, okay. Hallo. Okay, warte, ich nehme auseinander. Okay, hat nicht viel dabei gehabt. Ich nehme noch ein bisschen Pflanzenfaser mit, um meine Fackel zu reparieren. Mal kurz. Hier links von uns sind Viecher. Links, ja, okay, ich komme zu... Ah ja. Oh. Sorry, ich hab dich erwischt, oder? Macht nichts. Da kommt noch was. Ne, ist eine Schildkröte. Hast du so? Triffst das Vieh? Doch. Man hört's noch nicht. Jetzt wird's gleich interessant. Okay, jetzt wird's gleich interessant. Aber kann es sein, dass der Sandsturm kommt? Das pfeift ja ordentlich hier. Was ist das? Deine Fackel ist kaputt. Ah, ja. Hat irgendwann das jetzt in Amron? Ja, da sind zwei, sehe ich da. Okay, sie kommen. Schaffen wir, oder? Ja, sollten wir hinkriegen. Erstmal einen, den hin. Ich schlag dich, warte. Oh. Ich bin tot. Okay, okay, ich hab dich. Du kannst zu mir kommen. Ich hab's jetzt zerteilt. Hallo. So, die Schlafsäcke waren ja dann weg, ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass ich dich gelootet habe. Warte mal, ich öffne dich. Nee, du hast, hier liegt noch alles. Ich bleib hier bei deinem Stuff stehen. Mhm. Und reparier mal schnell meine Fackel. Und erst noch so eine Made. Lecker Made. Made am Abend. Erquickend und labend. Wildfleisch, ist das jetzt schon gebraten oder ist das... Nee, ich glaube, aus dem Wildfleisch kriegst du diese Fleischfetzen, oder? Ah, Fleischfetzen, ja genau, alles klar. Warte jetzt hier, wo deine Leiche liegt, nicht, dass du die spawnt. Siehst du mich? So weit waren wir ja nicht, ne? Ja. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich richtig bin. Ja, eigentlich am Fluss. Ah, doch. Ja. Bin gleich da. Genau, sprinte durch. Wenn dir was rüberkommt, dann lauf ich dir entgegen. Habe ich noch Pflanzenfasern? Habe ich nicht. Okay, alles klar. Hier liegt deine Leiche. Viel Spaß damit. So, ich repariere mal mein Schwert. Ich habe dich ein paar Mal getroffen. Hier also, ist so eine Raupe. Oh, da kommt eine Wanne. Okay, keine Chance. Auf die 1, dann auf die 2, dann bin ich auf die 3. Ekelhaftes Teil. Aber wir gucken mal am Feuer, ob die eine Kiste hatten oder so. Ne, nur ein paar Schlafsäcke. Aber guck mal, die können auch nichts Feuer machen. Wir können nur hier so ein... ja, wir können... Nur so ein, wie heißt das? Pfadfinderlager Feuer machen, so ein kleines. Schön hier, gell? Die Sonne geht auf. Ich finde das gut, dass die Nacht nicht so lang ist. Bin ich auch. Kann man ja alles einstellen auf dem Server. Also für die, die es nicht wissen... Kann Server nicht mehr aufs... bewegen. Wie, gar nicht mehr? Nö, bin zu schwer. Ach so. Zu fett. Ja, ist mir schon aufgefallen. Dein Brustumfang ist ordentlich. Mein... Boah. My pleasure, ne? Ich habe nur an die Männer hier gedacht. Ja, klar. So. Wie sehe ich eigentlich aus? Auch stattlich. Knochen. Mit einer Mähne. Holz. Ja. Kann nur sagen, die Ausstattung hinter meinem Lendenschutz ist auch ordentlich. Ja, ich weiß. Einmal im Leben großen Schwanz haben. Ich meine, das ist ja ein Männertraum. Oder eine Bürde, das weiß man nicht. Oh, Alligator. Dürfen wir das eigentlich sprechen? Wann kommt die Folge mittags? Oh Gott, muss als nicht jugendfrei markieren. Oh, ich glaube, da gibt es wesentlich schlimmere Sachen. Ja, ja, ja. Auf YouTube Deutschland. Hm. Definitiv. Ich habe selbst die PC Games hat ein Video gemacht, wie man dies einstellt. Wie man die Penislänge konfiguriert. Oh, oh, er kommt. Er will dich hart. Wer will das nicht? Ja.
finde es komisch, dass ich nicht mitkriege, wenn du in so eine Leiche einhackst. Ich sehe zwar, dass du schwingst und dass die Leiche... Au, au! Ah, das ist gut, das war nur fair. Große Schildkröte. So, also wir müssen... Ja? Wir müssen mal gucken, irgendwie auf Kisten oder so zu skillen, dass wir ein bisschen Lagerplatz haben. Ja. Na gut, ist jetzt eh nur ein Test. Das Safe-Game wird morgen nicht mehr da sein. Aber wir wollen einfach mal so ein bisschen ausprobieren, was das Spiel kann und vor allem überhaupt die Server laufen. Man kann übrigens kostenfrei einen Server erstellen, also einen dedicated Server. Ist auch relativ leicht. Ich glaube, ich werde mal eine Anleitung machen. Also relativ leicht für die, die schon wissen, wie man Server normalerweise aufsetzt, nennen wir es mal so. Auf jeden Fall muss man das Spiel nicht besitzen, um einen Server aufzusetzen, denn die Serverdateien gibt es auch für den anonymen Login in der Steam CMD. Das sind alles Sachen, die ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr selber sowas schon mal gemacht habt. Genau, noch ein interessanter Effekt, und zwar, Entschuldigung, wegen dem Husten, das tut mir leid, aber es gibt Zuflucht, wird hier oben links eingeblendet. Wenn ich mich zum Beispiel hier in den Schatten stelle, dann ist die Zuflucht 100%. Ich bin praktisch von der Sonne geschützt. Oder ich stelle mich hier hinten in die Ecke, hier ist auch ein guter Zufluchtspunkt. Auch gut. Ah, schön weißes Häuschen, geschützt vor der Sonne. Man verbraucht wahrscheinlich latent nicht so viel Wasser oder Energie. Lass uns mal was braten. Ich habe hier so ein paar Fleischfetzen noch. Ach, du hast doch schon reingelegt. Hab auch schon ein bisschen was rein. Das Menschenfleisch, das entsorge ich jetzt aber mal hier in der Klippe. Da fangen wir gar nicht mit an. Ich freue mich richtig auf normale Aufnahmen, denn nehmen wir mal zwei von diesen gegrillten Fleisch daraus. Ja, ja. Denn das Spiel läuft wirklich gut, muss man sagen. Wo ist denn... Ah ja, fast voll wieder. Und dann ziehe ich mir noch die drei Maden rein. Weißt du, musst du dir im wahren Leben mal vorstellen, du greifst durch den Busch. Oh, Maden! Was? Yummy. Hat das noch nie gemacht? Selten. Bear Grylls. Komm, wir gehen noch ein bisschen metzeln. Wollen wir mal da hochgehen? Da oben ist so ein Dorf. Mich reizt ja auch mal die Stadt, die es hier geben soll, ne? Ja, aber das wird in dieser Folge nicht mehr passieren. Ich muss eben noch schnell ein bisschen was bauen. Ich hab einen Eisenstein. Kannst du schon eine Kiste? Ah, okay. Wieso kann ich jetzt... Ah, hier. Hä? Damit die Frau Kaiser auch geschützt ist. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann man anscheinend ohne Stützen relativ weit ausladend bauen. Mhm. Also man muss nicht unbedingt, wenn man so einen Vorsprung hat, das alles abstützen. Und man kann anscheinend in die Felsen hochbauen. So, metzeln? Hätte ich gesagt, ja. Kann man hier runter? Ne, kann man schon, aber dann tut das weh. Hier drüben ist wieder eine. Genau. Und da können wir ja versuchen, irgendwie hochzukommen dann. Ja, dann wird eine Folge gewesen. Das ja Freunde. Mit Sicherheit. Deswegen stürmen die immer mit offenen Armen auf einen zu. Die ist nur noch halb so viel wert. Vor allem, weißt du, wie der Torso unten steht und dann... Ja. Nicht Torso, der Unterteil steht und irgendwie alles erstmal ausläuft. Na, Lady? Nicht mit gerechnet, war. Hast du gelootet? Ja. Dann lass uns mal hochgehen. Ich glaube, da müssen wir hinten rum. Wo bist du jetzt, links oder rechts? Links, links vorbeigeschwommen. Hä? Jetzt auf... Ich bin unter Wasser. Warte mal, ich komme raus. Jetzt. Siehst du mich? Also. Okay. Ich bin einfach auf die linke Seite. Also praktisch Richtung Lager wieder, wenn du so willst. Aber. Naja, da bist du. Ich sehe dich. Hier, komm zurück. Rüberschwimmen. Siehst du mich? Im Wasser? Ja, ja, jetzt sehe ich. Man kann übrigens einen Clan bilden. Haben wir auch getan. Mhm. Allerdings hat das irgendwie keinen Effekt darauf, dass man sich gegenseitig nicht verletzen kann, was ich schon mal cool finde, weil... Oh, oh. Ein Vogel. Ja, pass auf, die sind massiv aggressiv. Massiv aggressiv. Ja, wir sollten die einzeln pullen. Mal gucken. Kommst du? Hä? Ja, hallo? Will nicht zu dir. Dann laufen wir einfach mal weiter. Also, ich hatte ja, da schon einen anderen. Jetzt hat er dich. Au. Oh. Oh. Au, au. Oh, die sind aber... Die sind dafür bin ich eine Stufe aufgestiegen.
Ja, das Leder ist ja immer wichtig, dass man, jetzt überlege ich gerade, können wir hier hoch direkt? Glaube nicht. Ich gehe mal ganz kurz. Nee, das ist mir zu heikel. Nee, nee. Diesen Sidestep, den man macht, wenn du sprintest, nervt so ein bisschen, finde ich. Achso, noch ein Pro-Tipp. Pro-Tipp. Von mir. Ihr habt den Scherz gefunden. Nee, wie sagt man das? Den Witz verstanden. Und zwar. Oh, nein! Du bist auch in zwei Hälften. Du wurdest getötet durch Ostrich. Ostrich? Ostrich. Also ich kann dir sagen, deine Innereien hängen aus dem Körper. Das ist doch schön. Jedes ich muss jetzt allerdings, warte mal, ich bin jetzt natürlich, ich bin wieder am Arsch. Mein Bett war da weg. Schwierig. Muss ich wieder hier den ganzen Kackweg laufen? Ach, dein Schlafsack, genau. Man spawnt immer nur einmal am Schlafsack. Mist. Das ist jetzt ärgerlich. Ich bin ich schon wieder durstig. Gott, ich muss hier an den Rand gehen. Ich bin voller Blut und da kommt der nächste der nächste Patient. Überlebe. Ich versuche. So, wie sieht's denn aus? Halbes Essen. So. Lass die Leiche von Cocaine. Nein, fress ihn nicht. Naja. Werde ich gefressen? Nein. Achso, was ich noch sagen wollte. Und zwar, wenn man Ausdauer verbraucht. Ich laufe mal hier ein bisschen hin und her. Dann seht ihr oben links diesen Ausdauerblitz, der nach unten geht. Und um möglichst schnell wieder zu regenerieren, ich halte es mal an. Na, das geht auch so. In der Hocke irgendwie geht es ein bisschen schneller, haben wir festgestellt. Also wenn du komplett auf Null bist, ist es in der Hocke irgendwie... Hat Wodan festgestellt. Hat Wodan festgestellt, genau. Ja, tot, so. Okay. Warte mal, vielleicht kann ich ja wiederbeleben, wenn ich jetzt hier dich irgendwie zusammenschiebe. Ein bisschen Patex, ne? Ein bisschen hier Pflanzenfasern oder Super so. Glue drauf. Und dann geht das. Tja, meinst du, wir sollten... Bei dir dauert es wahrscheinlich einen Moment, bis du da bist, wa? Das dauert einen Moment, ja. Ja. Find die Aussicht in der Wüste so schön, deswegen lasse ich mir da noch ein bisschen Zeit. Dann sehen wir die großen Statuen, die den Fluss bewachen. Sehr schön. Freue ich mich schon, dieses Spiel und diese Karte zu entdecken. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier lange rumstehen auf der Cocaine warten, renne ich hier oben mal ins Dorf. Wobei, ich habe keinen Schlafsack gesetzt. Mein Leben dann zu opfern ist auch nicht so geil. Wir machen es anders. Wir verabschieden uns aus dieser Folge von Conan Exiles. Wie gesagt, Donnerstag geht's dann weiter mit Conan Exiles in einem Neustart sozusagen. Lasst euch einfach überraschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss, Herr Cocaine. Tschüss.